Der Komiker, Schauspieler und Musiker Karl Dall ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde 79 Jahre alt. Dall war in den 60er und 70er Jahren Mitglied der Komödiantengruppe Insterburg & Co. Später begann er eine Solokarriere als Bühnenkünstler und trat oft in Fernsehsketchen auf. Zuletzt hatte Karl Dall eine Rolle in der täglichen ARD-Serie Rote Rosen übernommen. Ich komme aus dem Land der Friesen und habe viel gemein mit diesen. Die Eitelkeit ist nicht mein Fall, mein werter Name ist Karl Dall. Und jener Karl Bernhard Dall kommt am 1. Februar 1941 in Emden auf die Welt. In seiner Kindheit sorgt die angeborene Liedschwäche, später sein Markenzeichen, für Hänseleien. Mit 21 brennt er nach Berlin durch, zunächst ohne konkreten Plan. Meine, wenn man das überhaupt künstlerische Ader nennen kann, die hat sich herausgefiltert aus dem ganzen Unvermögen, was ich habe. Ja? Das heißt, ich war nicht mehr geeignet für ein bürgerliches Leben. Stattdessen macht er Musikkarriere in der legendären Blödelband Insterburg & Co. Hallo Fräulein Lisa, haben Sie schon ein Visa? Dann kommen Sie mit nach Panama zu meiner Großmama. Es gab nur Ärger. Es gab nur Ärger in den Hotels, weil wir eben auch da nicht so angepasst waren und die Frühstücks-, Dusch- und Stuhlzeiten nicht eingehalten haben. Und es war eine unheimlich freie Zeit, die 70er Jahre. In den 80ern dann der große Durchbruch im Fernsehen als Pausenclown und Spaßvogel in der Unterhaltungsshow Verstehen Sie Spaß. Millionen Frauen lieben mich, doch meine Frau erkennt das nicht. Die Aufmerksamkeit des Publikums, er genießt sie zeitlebens. Auch im hohen Alter ist er noch auf der Bühne zu Hause. Karl Dall, einer der Urväter der deutschen Comedy. Bist du der älteste Popper der Stadt?